Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge All the Mod, diesmal mit David, der dabei ist. Hallo. Hallo, ja, wir hatten eine lange Pause. Es war bei mir recht viel, ja, Stress und sowas. Und ja, Kumpel hat geheiratet und ja, Junggesellenabschied und ach, kennt ihr sicherlich alle. Wenn nicht, kommt das noch. Und ja, aber jetzt geht's weiter. Ja, vorgestern und gestern kam jeweils noch eine Folge, da hatte ich total vergessen, dass ich die noch aufgenommen habe, sonst hätte ich die mal so zwischendrin rausgeschmissen. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen vorankommen, deswegen dachte ich mir, wir werden uns wieder mit Tinkers Construct ein bisschen auseinandersetzen, dass wir uns vernünftige Äxte bauen, vernünftige Mining-Werkzeuge, damit wir endlich mal Diamanten finden, vernünftig Holz farmen können und so weiter und so fort, dass wir einfach mal ein bisschen schneller vorankommen. Und ja, ich denke mal, damit fangen wir jetzt an. So, als erstes brauchen wir hier halt die Stencil Tables Oh. und Part Builder und ähnliches. Das werdet ihr dann sehen. Was denn? Ich habe gerade Brot in den Furnace geworfen, da kriege ich Toast raus. Ja, Da irgendwie wusste ich leckt noch das gar hier nicht. gerade. Ich glaube, ich habe zu viel Müll im Inventar. Müll, so also viel im Hintergrund auf, meinte ich. So, das nehmen wir uns mal raus hier. Das machen wir mal so. Ah, ich habe dem Minecraft Also, noch nicht ich habe schon genug. komplette Ja. Diamantsachen. Ah, okay. Also Schwert bis Schaufel. Ja, ich noch nicht, ne? Ihr habt ja Und schon eine Chisel. weitergespielt gehabt. So, Part Builder, das Ding. Und ich glaube, der letzte war so, ne? Genau, so. Und der Stencil Table. Jetzt brauchen wir noch einen. Da, eine Kiste. So. Und ja, jetzt müssen wir mal das hinstellen. Ups, so. Das war die Toolstation, die müsste hier hinkommen. Der Partbilder müsste hier hinkommen und so. Das müsste passen, ne? Ja. Und zwar, dann fangen wir mal an. Wir nehmen uns mal die Pattern hier raus. Ich weiß nicht, wenn ihr davon keine Ahnung habt, ich quatsch das noch kurz durch. Wir wollen, ach nee, wir sind noch gar nicht fertig. Moment. Wir brauchen die Tools, ups, die Toolstation nochmal. Denn wir wollen ja diese Toolstation bauen, weil damit kann man mehr bauen. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Iron-Blöcke. Ja, ich habe hier, ups, hier haben wir noch Eisen drin. Oh, ich hasse das, dass die Hitbox geändert haben von diesen Toolstations. Das ist ja voll für den Arsch. Oh, scheiße. Haben die? Ja. Ja, was leckt das denn hier so? Mann Gott. Ja, du kannst jetzt, du kannst, früher konntest du halt, war der ganze Block halt Ach gesaved. Und jetzt ist es so, so, das jetzt kannst kannst du du zwischendurch zwischendrin, klicken. genau. So, das haben wir, das können wir, na, das lassen wir hier drin. Dann habe ich nochmal hier von den, Zerid Stones, habe ich hier nochmal so ein paar Bricks. Davon brauchen wir 3 Stück. Das leckt wie Scheiße. Ich muss da, ich glaube, ich habe Minecraft zu wenig Arbeitsspeicher ausgewiesen. Das könnte daran liegen. So, und das mal in der nächsten Folge nochmal schauen. Also vor der nächsten Folge selbstverständlich. So, so baut ihr das, dann die Toolstation rein. Ah, warte mal, ich sollte das vielleicht mal vorher zeigen, wa? Also, so, Mach ne? mal die Smeltery ein bisschen Hier habt leer. ihr jetzt, bitte? Dachte ich, mach mal die Smeltery ein Nein, bisschen nein, lass leer. das, lass das, lass das. Das brauchen wir, brauche Oh, ich alles. Seht ihr ja hier, ne? Sind irgendwie 8 Rezepte oder sowas. Und wenn wir das jetzt hier reinlegen und so und das jetzt rausnehmen, dann werdet ihr sehen, da haben wir viel, viel, viel mehr Rezepte. So, ne? Und wir wollen diesen Kollegen hier haben. Das ist ein Hammer, mit dem lässt sich ein 3x3-Areal abbauen und damit kann man super minen. Ja, das heißt, wir brauchen dafür diese Köpfe, einen großen. Hä? Was war das? Okay, also halt die Köpfe, großen Axt, steht ja auch, ne? Large Plate. Das sind die Dinger. Hammerhead, das ist das Ding. Und halt, ja, den großen Griff. Ne? Das kriegen wir hin. So, das ist einmal diesen hier. Ne? Large Plate. Braucht man nur einmal im Dings. Müssen wir mal schauen. Das ist der große Griff. So, ist das hier auch der große? Nein, Binding. Da ist er. Den brauchen wir. Und dann brauchen wir, warte mal, das, das, das. Das war's, ne? Das war's. War's das? Wir haben gar kein Dirt mehr. Doch, hier hinten in der Kiste. Um die Ecke in der Kiste. Ja, Ach das ja. war's. So, jetzt gehen wir weiter. Die rein. Dazu braucht ihr ein bisschen Cobblestone.
Ups, na, komm. Ach, da keine Kabel, so ein Treppen. Das ist, wie gesagt, da seht ihr halt daran, dass es leckt hier. So, und zwar, den legt ihr hier rein. Ach nein, da natürlich. Und jetzt brauchen wir einmal den, nee, warte mal, den Griff. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Warte mal, eigentlich brauchen wir nur das Ding. Aber alles andere würde ich eigentlich liebend gerne aus Eisen, nee, warte mal, aus Dings bauen. Aber naja, wir machen das Ding jetzt auch noch sicherheitshalber raus. So. Und der Griff hier wird aus Papier. Papier hat den Vorteil, ihr könnt, oh, warte mal ganz kurz, ich muss mal Tür schließen. So, wieder da. Ja, hat jemand die Tür reingeschneit, da ist das immer ein bisschen blöd. Papier hat den Vorteil, gibt einen extra Modifier. Ne, also... Hat man irgendwo mitbekommen, dass du alles aus Papier machen solltest, oder? Nee, alles außer den Kopf aus Kobalt oder sowas. Ja, so im Endeffekt ist es auch, aber ich mach den, ich mach nicht alles aus, mach das halt beim ersten Ding nicht, weil wir haben noch keinen, sag schnell, Mosi Cobblestone wegen Autoreparatur, weißt du? Ach so, ja. Also, ups, scheiße. So, ach Quark, warum mache ich denn das Ding rein? Das ist ja total am Müll. The fuck, was so, jetzt nimmt ihr natürlich die Steinsachen, ja, legt den hier drauf, Gold, und jetzt bildet ihr dafür quasi den, ja, die Gussform. So, wupp, weg. So, dasselbe machen wir mit dem hier. So, auch hier. So, und jetzt habe ich natürlich hier hinten noch eine Kiste hingestellt. Da könnt ihr jetzt einfach die Teile reinschmeißen, wie ihr seht. Ja, also hier, da hinten habe ich die ja runtergestellt. Die ist nur für diese Teile. Also jetzt haben wir quasi unseren Hammerkopf. Das heißt, wir gehen nochmal hier rein, wählen Gold, Eisen aus, sorry. Und ja, machen das jetzt mal voll hier. Ich brauche, glaube ich, beides 8, ne? Ja. Also sollten wir genug haben. So. Ne? So, was ist das denn hier unten? Achso, steht da im Process, okay. Dann. Oh, was sind wir denn hier für ein Baum? Ein Pflaumenbaum. Cool. Da fällt mir gerade ein. Wir sollten mal uns ein paar Steine nehmen. Wenn wir die nämlich am Wasser bauen, dann sollte daraus Moosi-Cobblestone werden. Eventuell, wenn wir Glück haben. Zufällig? Ja. Ups. Vielleicht haben wir Glück und kriegen dafür dann endlich mal so ein Moosi. Sonst müssen wir nochmal im Gedanken schauen, ob wir da irgendwas bekommen. So, das sollte reichen. Nur mal schauen, ob das hier funktioniert. Also normalerweise geht das. Bei den Modpacks wohlgemerkt. Ich glaube, bei Vanilla geht es nicht. Aber ja. So, das ist fertig. Schön, nehmen wir es mal raus. Denn jetzt kommt der hier rein und bupp. Den können wir beiseite legen. Warum habe ich eine Kartoffel im Inventar? Ich glaube, du standst bei mir gerade daneben. Ah, okay. Kartoffeln. So, dann können wir den Hammerkopf auswählen. Da können wir schon mal den reinlegen. Das sollte nämlich alles drin liegen bleiben. Das ist der Vorteil an dem Ding. Genau, hier ist der Hammerkopf. So, das ist auch bald im Prozess. Und dann können wir, wenn wir das fertig haben, können wir uns überlegen, ob wir dem Dave eine Axt machen. Da gibt es nämlich auch tolle. Die hier müsste das sein, ne? Oh, unsere Kiste mit Essen ist voll. Ja, das kann durchaus sein. Also das Ding müsste, glaube ich, ein 3x3 Areal fällen oder so. Also halt auch so Mammutbäume. Ne, 3x3, genau. Und alles anliegen. Das heißt, so Mammutbaum kann das Ding halt auch fällen. Ich glaube, das war die. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht die schlechteste Idee, wenn man sowas zur Hand hat, ne? Halt, nochmal auswählen. Das ist auch immer ein bisschen schade, dass es nicht gespeichert bleibt, was man ausgewählt hatte. So. Ja, jetzt haben wir das. Oh, guck mal, hier hat der Dave weitergemacht. Ach, keine Ahnung, wie soll ich das Ding denn nennen? Hammer. Bin mal sehr kreativ. So. Dave hat hier oben weitergebaut mit seiner Farm. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Oder ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber
Es gibt hier einen Weg, ne, den du nehmen kannst. Durch den Berg, meinst du? Genau. Ach, da ganz oben meinst du jetzt? Nee, da war ich Nein, noch nein, nicht. hier unten. Wo bist du? Ich bin jetzt oben auf dieser Holzplattform. Nee, du komm runter. Ach so. Warte mal, ich muss mal ganz kurz einen Schnitzel essen. So. Wo meinst du? Hier. Ja, den Eingang. Ich dachte, der führt nach oben. Ah, okay. Nee, das ist neu, ja, stimmt, ja. Ach, da war ich, glaube ich, noch im Dungeon oder irgendwie sowas, wo er das gebaut hat. Oder nee, da war ich Erz schürfen oder so, ne? Ja, kann sein, ja. So, wie gesagt, jetzt haben wir hier einen Hammer. Ich kann euch den mal ganz kurz zeigen. Warte mal, wo haben wir denn hier mal ein bisschen Stein? Ach, gehst du mal kurz pennen? So, hier zum Beispiel, da seht ihr, ne, wird schon markiert. Bupp. Und das ist halt zum Farmen wirklich super. Allerdings, das Loch hier machen wir wieder dicht. Und hier den Cobblestone mal rein. Wie gesagt, ist zum Farmen wirklich super. Und ja, aber ihr seht natürlich, die Haltbarkeit ist, ja, oh, die haben sie aber extremst reduziert. Was denn? Die Haltbarkeit ist 62. Von was? Von dem Hammer. Alter. Das ist echt extrem wenig, okay? Ja, Das gut, ist echt aber. wirklich wenig. Ja, das war mal irgendwie 1000 oder sowas. Okay, dann müssen wir mal schauen. Unser schlaues Buch. Wo haben wir es? Ich wollte mal mit dem Mod Mechanism anfangen. Ja, Und mach das. nämlich der einfachste Mod. Und ich finde auch, das ist der beste Mod Schauen wir mal, in was dem hat das? gesamten Modpack hier. Kriegst unter anderem hier Strom durch Windgenerators. Die kennst du Ach ja, sicherlich ich noch. kenne das schon von unserem Modpack, was wir mal zusammengebaut Ja, haben, das ne? hatten wir auch Wie mal wird denn das zusammengebaut. geschrieben? MECA, ne? MEK. Ah, okay, MECA. Ich hatte auch schon mal was gebaut, aber das habe ich jetzt bei AIM stehen. Genau, Deswegen baue ich jetzt Mechanism. nochmal. Ja, damit können wir uns wirklich beschäftigen. Das ist gar keine schlechte Idee. Weil Windturbinen haben wir ja oben. Wo sind denn die Windturbinen? Warte mal, ich suche sie, ich suche sie. Baue mal einen Metallurgic Infuser, damit fängt man nämlich an. Nämlich nicht so teuer. Brauche ich ein Osmium-Ingot. Haben wir hier. Ja, ach, das stimmt, hier ist ja das Osmium. Genau, das wird ja hier in jeden Dings reingepackt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich vage, ja, hier war was. Und jetzt gab es da auch noch irgendwo hier so eine Art. Ja. So eine Quarry gab es doch hiervon auch, ne? Es gab einen Digital Miner, heißt der. Genau, so hieß der. Ich wollte, das ist ja eine Quarry gewesen. Du musstest du nur Strom machen und dann Ja. konntest du auch irgendwie sagen, baue nur Der zieht Diamant dir die ab. Erze aus dem Boden, was du Genau, haben genau, willst. genau. Ja, stimmt, so war das, Das so war Gute ist, das. ich gucke gerade ein Let's Play, ja, von Debitor, kennst du ja. Ja, ich mag den nicht so wirklich. Ja, du magst ihn ja nicht. Ja, Und die haben auch der in ihrem ist. Modpack haben die Mechanismen und ja. Den haben Ja, die das wie Modpack haben die gesagt, schon durch. der Junge, der ist mir, ich weiß nicht, der macht ja für Kohle alles, Alter. Das ist ja, früher war es noch okay, aber jetzt erstmal seine Streams, die sind so vollgehauen mit irgendwelchen verfickten Fenstern, wo irgendein Schrott drin steht. Dann Ja, diese das stimmt. irgendwie alle 15 Minuten Werbung machen zu müssen. Und oh, all so eine Scheiße. Also ich weiß auch nicht, das ist mir echt ein bisschen zu kommerziell geworden, der Junge. Kann ich das Eisen schmelzen? Weil wir Das, du brauchen kannst Eisen. alles, was da drin ist, jetzt haben. Ja, ich dachte halt, der Hammer Oh. ist ein bisschen effektiver, aber. Hast du die Form? Welche Form? Ah, Hier. 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 Nee, nee, hier ist sie drin. Ich habe die gerade hier reingelegt. Ja, gut. Wir machen den Hammer mal fix kaputt. Denn wir brauchen ja noch Diamanten. Oder wollen wir, soll ich lieber Windräder craften? Was meinst du? Windgenerators, die kannst du noch gar nicht craften, dafür brauchst du ein bisschen was. Du musst erst ein bisschen dahin hinarbeiten. Naja, wir haben ja Immersive Engineering. Das müsste klappen. Aber ich wüsste nicht gerade, wofür wir das brauchen. Also kannst du gleich, da kannst du genauso gut gerade einen Generator bauen, ja, irgendwie. Ja, wie gesagt, Oder wir können hier halt genauso anfangen wie bei Skyblocks. Wir haben hier Immersive Engineering. Wir könnten jetzt Windgeneratoren machen, Wasserkraftwerke bauen. Das wäre also auch alles möglich. Wir könnten, wie heißt es? Wir könnten halt dieses Creosote Oil bauen, Stahl daraus bauen, also halt einen Kokofen bauen. Warte mal, das ist, glaube ich, gar nicht mal so die schlechteste Idee. Ich gucke mal. Coke.
Gibt's nur ich den von. Gibt's nur den von. Moment, gibt's da. Na, Alter, ich will das Holz haben. So. Okay, wollen wir mal schauen. Irgendwie nicht so ganz, wie ich das. Och, come on, ich brauch Steine. Diese Suchfunktion haben sie irgendwie ein bisschen verkorkst, finde ich. Nein. Search Option. Nein. Okay. Redstone hatten wir doch irgendwo, oder? Ja, da. Ja, haben wir sogar sehr viel, ja. So, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier. Stahl. Was haben wir denn hier für Stahl? NIO Stahl. Okay, das wird mit dem Alloy-Smelter gemacht, das klingt logisch. Hatte ich gerade schon, nicht muss. Wenn ich jetzt wüsste, wie dieser andere Ofen hieß, den ich drüben gebaut habe, aber gut. Ich habe jetzt einen Metallurgic Infuser, den stelle ich erstmal hier hin. Wo ist er? Da. Schauen wir uns auch mal an. So. Was machst du jetzt damit? Daraus kannst du andere Metalle herstellen oder so, ne? Der stellt hier irgendwas her, genau. Das heißt, du kannst da, glaube ich, Eisen reinpacken und er stellt dir randommäßig irgendwie Metalle her. Kann das irgendwie sowas sein? Da muss Redstone rein. Oder so. Aber, warte mal. Und Strom brauchen wir. Ja. Ja. Gibt doch hier diese Basic Universal Kabel, meine ich. Warte mal. Geothermal. Gibt's das nicht? Okay, dann gucken wir mal Dynamo. Dynamo. Oh, Entschuldigung. Alter. okay. Guck mal, es gibt hier auch einen Atomic Disassembler. Der ist quasi ein Multifunktionswerkzeug. Das ist ein Schwert, das ist eine Spitzhacke. Mhm. Der baut alle Blöcke ab und das Ziel, du kannst einstellen, wie schnell der abbaut. Und ja, das ist halt ein sicher Material. Okay, also hier gibt's einen Lava-Generator, aber ich glaube, diesen Crystal könnten wir noch nicht. Ja, genau, Ender-Shard, okay. Gut, ja, das ist natürlich, also dass der Hammer hier so scheiße ist, hätte ich jetzt echt nicht geglaubt, ey. Basic. Ach, hier, guck mal. Es gibt Basic Universal Kabel, aber dafür brauchen wir Steel. Ja, und das Stahl will ich ja gerade herstellen mit diesem Massive Engineering. Da suche ich ja gerade, ob es da einen anderen Ofen noch gibt. Beziehungsweise gerade gucke ich nach einem Generator oder sowas, aber es gibt, glaube ich, nur einen Ofen hier. Moment, geht das so vielleicht? Nein. Meinst du mit diesem Blast Furnace? Was? Ah, stimmt, genau, Blast Furnace hieß er, genau. Kann das sein? Blast? Ich weiß es nicht genau. Blast, warte mal. Quarz. Blast, schau mal. Blast Brick. Blast Furnace Preheater. Nein, das ist der nicht. Das ist ein. Nee. Was ich jetzt meine, ist ein. Ja, diesen Multiblock da meinst du, ne? Genau, es gibt zwei verschiedene Multiblocks. Es gibt einmal einen Kokofen. Den brauchen wir auch, weil den brauchen wir für die Herstellung von Stahl. Ne? Also wenn jetzt Immersive Engineering Stahl. Da machst du Kohle rein und. Genau. Und der andere Ofen, der war aber einfacher zu. Den konnte man automatisiert laufen lassen. Dann muss ich vielleicht mal schauen, wie der hieß. Aber naja, gut, das ist ja jetzt nicht so wild. Ich baue. Ach Quark, nicht NIO, wo haben wir Immersive? Ich stehe jetzt die ganze Zeit hier nur rum und laber Müll, ne? Also es ist. Ja, warte mal, NIO war es nicht. Wo haben wir denn Immersive? Immersive. Ach, okay. Also ich finde, die Suchfunktion ist irgendwie blöd geworden. Ja. Bei dem Mod. Also das ist. Nee. Gefällt mir nicht so doll. So, wo ist jetzt dieser Block da? Nee, es ist Graphit. Bin ich jetzt bescheuert? Blast Brick. Nein.
Ach, Blastbreak brauchen wir auch. Wir brauchen Netherbrick, wir brauchen, glaube ich, beide, ne? Aber erstmal brauchen wir halt Stahl. Wir können, glaube ich, auch Holz dafür nehmen. So, jetzt geht's aber trotzdem weiter. Wir brauchen diesen verfickten Stahl. Wie hieß der Ofen? Kokofen. Ach, Kokofen. Kokdust. Alter, wo ist denn hier Stahl? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich glaube, mein Kontrast ist auch irgendwie falsch eingestellt, habe ich das Gefühl. Uran, konstant. Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt so wirklich so 2 cm, nee, also 15 cm von dem Ding weg. Hier von dem, und such den, ne? Okay, scheißegal. Ich nehme jetzt einfach den Kokofen. Da ist er. So. Und nein. Genau. Da. Das heißt, wir brauchen Clay. Clay? Clay und Sand. Clay hatte ich irgendwann mal gesammelt. Ja, da ist was drin. Und Sand brauchen wir. Ja, Clay hatte ich auch schon gesammelt, aber ich mache mich mal auf die Suche nach Clay. Und nach Sand. Ey, hatten wir irgendwo. Ja, in der einen Kiste ist noch fast ein Stack drin, glaube ich. Aber wir brauchen trotzdem Sand. Gehst du gleich nochmal schlafen, wenn es dunkel wird? Das ist richtig ja. Scheiße hier, muss ich ja mal so sagen. Ich muss gleich erstmal neu starten nach der Folge. Ups, das wollte ich nicht. Oh. Gehst du mal schlafen? Jo. So. So, warte mal, damit wenn ich sie jetzt. Ups, nein. Die ganze Zeit in die Gegend eiern. So, jetzt sollte das überleben. Ob mein Zombie noch da ist. So. Hast du mal einen Zombie hier hinten eingesperrt? Nee, da dürfte despawned sein. Ah, der ist despawned. Weil die Zombies sind ja echt teilweise hier OP, ne? Die sind richtig hart geworden, ja. Ich hatte mal einen hier, den konntest du nicht angreifen. Der greift, wenn du den angreifst, machst du dir Selbstschaden und kickst dich nach hinten mit Feuerschaden. Das, ja. Das klingt gut, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß denn dieser andere Mod, den wir mal gespielt hatten? Mit den. Wie hieß er? Dieser Rollenspiel-Mod hätte ich jetzt fast gesagt. Weißt du es noch? Welchen ich meine? Rollenspiel? Ja, dieser Minecraft-Mod, wo da halt diese. Das so ein bisschen rollenspiellastiger war, so in der Richtung. So mit Dungeons und sowas. Mit diesen Piratenschiffen und so. Ach, doch. Ja. Warte mal. Okay. Ich gehe jetzt erstmal mit den Chunks ein bisschen runter, einfach damit das nicht so leckt beim Laufen. Ich glaube, wir einfach. Irgendwas im Hintergrund an oder so? Ja, außer üblich. OBS? Ja, einfach nur Steam ist an, LOL ist an, also jetzt halt nichts, was irgendwie übelst Ressourcen frisst, ne? Ich glaube, ich habe den einfach zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen. Dirt, Gravel. Fick das Nexting, verpiss dich. Wir haben zum Glück noch ganz, ganz, ganz viel Clay hier vor der Tür. Ja, ist ja gut, dass ich losgelaufen bin, wa? Ja. Sand sehe ich hier, glaube ich. Wir haben auch Sand hier. Ja, ich hab einen Stack Sand. Also es ist. Oh, was habe ich denn hier? Ist denn das Block? Und ein Salzblock. Oh, vom Mechanism. Pier ist Birne, oder? Keine Ahnung. Kann zwar eigentlich ein bisschen, aber. Ja, ich würde sagen, das sieht doch aus. Früchte kenne ich immer noch nicht. Ich habe jetzt eine Birne, das heißt, wir können einen Birnenbaum pflanzen. Oh, und ich habe ein Ei, das heißt, wir können mit Eiern schmeißen. Bei dem Modpack hier verzweifelst du eh. Ach, du kannst übrigens, wenn du stirbst, ne? Dann verlierst, also du behältst halt quasi deine. Das, was du schon gegessen hast, und desto mehr du davon isst, ne, desto weniger kriegst du. Hä? Und wenn du einmal stirbst, dann wird das resettet so irgendwie. Aha. Das heißt, du kannst dann wieder,
Wenn du vorher kein Brot mehr essen konntest, kannst du jetzt wieder Brot essen, wenn du stirbst. Okay. Aha. Na dann. Ich finde das ganz ehrlich gesagt, ja, leicht. Ja, leicht. Total behindert. In diesem, also in diesem Modpack ist das schon leicht nervig. Also hättest du das im Hardcore-Modpack gemacht, dann würde ich sagen, okay, ja. Aber in dem Modpack ist das wirklich so nutzlos. Ja, total. Wie gesagt, bei Skyblocks. Wäre also bei Skyblocks drin, würde ich sagen, gut, das macht das Spiel noch ein bisschen schwieriger und so, ne? Aber, aber hier, ganz ehrlich, was bringt das hier? Also, ja, null, Alter. Ja. Und vor allem hier musst du noch ewig rumlaufen. Also teilweise rumlaufen. Das ist ja eine Overworld, halt normale Overworld. Und du läufst ja halt auch viel, ne? Ja, es ist irgendwie, weiß ja, weil also ich sehe den Sinn jetzt nicht dahinter, das ausgerechnet hier einzubauen. Ja, ich finde im Gegenteil, man hätte hier sowas machen können wie, dass du hier so Essen sparst, so weißt du? Dass du hier quasi, ja gut, dann würden aber die Essensmods, warte mal. War das nicht so? Warte mal. Ja, doch, war so. Ja, weiß nicht, also ich bin mit diesem, weiß ich, dass man dieses Hungergefühl hier so extrem hat, also ich finde das jetzt nicht so berauschend gut. Das hätten sie sich ein bisschen, ja, anders irgendwie machen können. Ich weiß nicht, also ich bin davon nicht, vielleicht nur, dass man es vielleicht in der Hölle hatte oder sowas, weißt du? Weiß nicht, also ich finde es persönlich jetzt nicht so toll. So war der Clay hier. So, davon backen ich hab wir Clay mal. Gesammelt. Ja. Oh, was ist denn explodiert? So backst hier ist Clay. Ja. Ich muss meine Kiste. Ja, mach das. Schön. Dann mache ich mal ein Stack backen. Oh, das ist ja richtig viel, was du gesammelt hast, Mensch. Ja. Dabei habe ich noch nicht mehr. Du kriegst ja irgendwie 4 aus einem. Ja, Block. Ja, genau. Ich pack das mal hier mit rein. So. Weil wir brauchen ja ein bisschen Clay dann für den Ofen. Und dann können wir nämlich das, sag schnell, dann können wir nämlich Stahl herstellen. Ich glaube, das ging nämlich, bei mir leckt's gerade. Ich weiß auch nicht, irgendwas, ich hatte gerade eben auch ein Standbild. Ja, okay, ich dachte schon, Minecraft wäre abgeschmiert. Ja. Ganz komisch hier. Ja, es ist sehr seltsam. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und lassen das alles durchbacken und bis wir die ganzen Materialien dann fertig haben, das dauert ja alles ein bisschen und ja, ich würde sagen, ja, das war schon mal die erste Folge jetzt wieder. Wir kommen langsam wieder rein, wie ihr seht, ne? Seit langem. Ja, und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, viel Spaß noch und ja, genießt die Hitze, ne? Viel Spaß, tschüss. Ciao.